Ja. Was sehen wir denn da? Können wir die Statuen zuordnen? Sind ja. sie den gleich, die wir schon gefunden haben? Auf alle Fälle. Also dein Blick gilt nach der Vermutung zumindest gleich der ersten Figur. Und du kannst erkennen, dass dort der Dark Angel Primarch Lionel Johnson stehen muss, verhüllt mit einem Schwert. Und auch das Symbol, was du selber auf deiner Schulterplatte trägst, zumindest dieses Mal nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite, das ist unverkennbar Lionel Johnson. Direkt daneben kannst du eine Statue erkennen, die ebenso abgebrochen ist wie die davor, mit der 2 beschrieben und auch kein Name, zumindest ist er verblichen und verblasst. Daneben, ja, Emperor's Children, Fulgrim. Ob der jetzt neben einer Statue von Lionel Johnson gehört, weißt du nicht, aber auch daneben steht Perturabo als Nummer 4. Jakadai Khan kannst du erkennen. Dein Blick geht im Kreis, haftet dann auch vor allem an Sanguinius, dem Meister der Blood Angels, der dann hier auch Flügel ausgebildet hat, im Gegensatz zu den anderen. Dir fällt wieder auf, dass die 11. Statue wohl auch zerstört ist oder abgerissen. Auch hier wieder kein Name, verwittert und verwildert und gleich daneben Angron mit 2 Kettenäxten. Und die 13? Die 13, selbstverständlich Robut Gilliman, der dort in seinem Stolz steht mit einem Buch in der Hand und einem Federkiel. Ich laufe im Sturmschritt auf die 13 zu und berühre den Fuß und gehe auf ein Knie. Ja, es ist zumindest verwunderlich, dass die 20 Statuen hier in all der Harmonie zusammenstehen. Eigentlich sind es nur 9 Legionen. Abaddon und seine 9 Teufel wurden ja schon vor langer Zeit verbannt, aber auch ihr könnt hier als Nummer 16 noch Horus erkennen, von den Lunar Wolves. Naja, mehr als faszinierend, aber ich denke, wir sollten uns erstmal um die Tyranniden kümmern und uns dann mit alter Geschichte beschäftigen. Nein, diese Statue muss weg. Jetzt sind wir hier, jetzt haben wir es erblickt. Und jetzt sollten wir den Willen des Imperators umsetzen. Es ist sicherlich nicht in seiner Absicht, dass diese Statue hier noch weiter Bestand hat. Ich stimme euch dazu, doch bin mir nicht sicher, ob diese frisch erworbene Freundschaft mit den Auranern gerade jetzt wieder fallen sollte. Davon einmal abgesehen, werter Bruder, da die Inquisitoren selbst noch einmal herkommen und sich ein eigenes Bild machen können, wollen sie in meinen Augen entscheiden, nicht wir. Da er davon sprach, dass es der Wille des Imperators ist, ich verstehe zwar nicht warum, maße mir auch nicht an, seinen Willen zu verstehen, aber es hat vielleicht auch eine Bedeutung, dass diese Statuen nach wie vor, dass sie eben nicht zerstört sind, dass sie nicht verwittert sind. Nun, ich denke auch, dass wir ihren Glauben, der seit über 10.000 Jahren besteht, in welcher Form auch immer, hier und an dieser Stelle auf Heilstand vernichten sollten. Noch nicht. Dafür ist es zu früh. Zudem, ihr seid Mitglied im Rat, wenn ich das korrekt verstanden habe. Aber damit ist dieser Planet noch nicht unter imperialer Herrschaft. Es würde definitiv ein Vorteil sein. Jetzt unser Vertrauen zu missbrauchen. Auch wenn wir im guten Recht sind. Brand, wir haben Jahre hier gestanden. Brand nickt. Der Kaela hat uns zugesprochen, sich dem Willen des Imperators zu fügen und sich an seine Obhut zu begeben, sofern wir ihm mit den Tyranniden helfen. Er hat eingesehen, dass ohne uns dieser Planet keinen weiteren Bestand haben wird. Daher sollten wir das umsetzen und danach wird er uns mehr denn je folgen, im Glauben des Imperators nicht mehr abzuwählen sein. Brand tritt an die 18. Statue heran. Da steht zwar Vulkan dran, aber Dragon Warriors und nicht Salamanders. Dreht sich dann um. Ich möchte sicherlich genauso wie ihr, dass diese anderen Statuen, die nicht dazugehören, vernichtet werden. Vor allem nach Istvaan. Aber
Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Naja, sie haben lang genug ihr Unwesen hier getrieben. Lasst uns so schnell wie möglich die Tyranniden vernichten, damit wir auch hier ein Ende setzen können. Einverstanden. Ich spuck der Statue trotzdem nochmal auf die Füße. Ja, du merkst, wie der Stein anfängt, Blasen zu schlagen. Es raucht etwas und dann siehst du, wie zumindest ein großer Teil deiner Spucke den Stein wegätzt. Ich muss lächeln und nick Bruder Gabriel zu. Wenn wir das alle machen, wäre die weg. Jo. Ja, so könnt ihr aus dem Steinkreis der alten Religion wieder heraustreten. Blickt nochmal auf den Diablodon, der dort erschlagen und tot liegt. Und könnt euch in der Aspiranz dann nach und nach eure Rüstung wieder anziehen. Es gibt zwar keine Ordensdiener, aber ihr könnt euch dann gegenseitig in die Rüstung hineinhelfen, so dass ihr dann sicherlich nach 2 Stunden wieder aufbruchbereit seid. Die Tornister werden eingehängt, Swordleiser, eure Maschinengeister fahren hoch, eure Helme synchronisieren sich wieder und mit einem letzten Klicken rastet der Munitionstornister von Bruder Wilhelm ein. Und auch der schwere Behälter mit dem Promethium von Bruder Üfrit kann dann angehängt werden und dann mit dem Flammenwerfer verbunden werden. Also gut, ihr seid wieder fertig. Dann bereit, Mission umzusetzen. Thunderhawk oder was haben wir zur Verfügung? Ja, im Prinzip, also der steht dann wieder unten auf dem Landefeld. In der Zeit kann sich dann auch Diaslan wieder zu euch zurückgezogen haben. In Aspiranz habt ihr dann eben genug Platz. Während ihr euch dann anzieht, tritt er dann auf euch zu. Meine Auspex-Meister haben sich zurückgemeldet. Wir haben den geostationären Orbit erreicht und wir haben diese Siedlung, von der ihr sagtet, gefunden. 150 Kilometer im Osten, das war relativ korrekt. Und auch ein Ring des Feuers, der um diese Stadt liegt, auch das haben wir, mitbekommen. Er schiebt euch einige Datenpakete rüber und ihr könnt euch ein Bild der Siedlung machen. Ihr könnt im Norden erkennen, dass dort wohl einige an Steinen herbeigeschliffen worden sind oder auch weggesprengt worden sind von den umliegenden Felsen. Es gibt einen Fluss, der von Norden nach Süden hineinfließt und dann die zahlreichen Obstbäume wässert. Außenrum auf all den Seiten dann eben der Ring aus Promethium. Gibt es Lebenszeichen? Zumindest von der Quarantänewache, ja. Die sitzen am Norden, beziehungsweise am Rande oben auf dem Gebirgszug oder dem Bergzug und kippen immer wieder Promethium ins Feuer. Beziehungsweise passen auf, dass sie, dass niemand im Norden durchbricht. Das ist das einzige Lebenszeichen, was wir zumindest mit unseren Auspexen erkennen konnten. Naja, sieht nicht besonders groß aus. Das sollten wir hinbekommen innerhalb von einem Tag. Haben wir eine gute Position zum Landen? Also wenn ihr wollt, wir können sicherlich auch im Süden direkt in dem Dorf runtergehen. Aber wenn es davon Symbionten wimmelt, halte ich das für keine gute Idee. Ansonsten müssten wir sicherlich 20 Meilen weiter nördlich landen. Das sind dann noch nur noch 20 Meilen, aber ihr habt euch zumindest die 130 gespart. Ja, sondern ein Schwarmbewusstsein, soweit wir wissen. Das heißt, sieht uns einer, wir wissen alle, wo wir sind oder erfahren es auf kürzester Zeit. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie es tun. Das heißt, sich anzuschleichen oder so wäre keine solide Option. Am besten, wir machen uns von vornherein einen Plan und dann hätten wir sogar die Möglichkeit, aus dem Thunderhawk rauszuspringen und so zu landen. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Überflug mit dem Thunderhawk machen? Ein Erstschlag aus der Luft, dann im Süden landen, abspringen und uns dann nach Norden vorarbeiten? Wir sind zwar Tiere, Bestien fast schon, diese Xenowesen, aber sie sind nicht dumm. Sobald die wissen, dass wir da sind, werden sie sich auf uns vorbereiten. Ich denke, ein gezielter Schlag direkt würde mehr Sinn machen als nur ein Überflug und hoffen, dass wir die meisten direkt töten.
Das meinte ich ja beim ersten Überflug einen Schlag aus der Luft. Nein, wenn wir zuschlagen, sollten wir direkt zuschlagen und keinen einfachen Überflug tätigen. Wir könnten natürlich Prometheum abwerfen, aber damit würden sie sicher nicht mehr im Ansatz so viel Schaden machen, wie wenn wir tatsächlich unten wären. Ja, vor allen Dingen wollen wir die Plage ja loswerden und nicht verbreitern. Ich denke, wir sollten zu Fuß einrücken und so schnell wie möglich diesen Hauptsymbionten finden und töten. Korrekt. Wir sollten es als typische Suchen- und Vernichten-Mission sehen. Was die Fragen, die ich mir stelle, ist, wie wir dabei vorgehen. Wo landen wir? Gehen wir als gemeinsame Gruppe vor oder teilen wir uns auf, um mehrere Punkte abzusuchen? Und treffen wir uns dann für den gemeinsamen Schlag? Also meine Lords, wenn ich das richtig deute auf den Karten, dann könntet ihr nur von Norden über diesen einen Wachposten reingehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, durch den Feuerring zu sprengen, aber ob das eure Rüstung aushalten, das ist zwar nur Prometheum, aber dann ist es immer noch ein gewaltiger Sprung nach unten. Ein Teil würde es ohne weiteres schaffen, diesen Sprung. Ich würde auch sagen, dass wir einmal Alkedre fragen sollten, wie es vor Ort mit einem Höhlensystem aussieht. Der Thunderhawk kann uns sicher überall absetzen. Er muss nicht landen. Wir können springen. Korrekt. Naja, was wollen wir nun tun? Entweder wir springen im Süden aus dem Thunderhawk oder gehen im Norden durch den... Naja, wie auch immer, durch deren Wachposten. Vielmehr ist durchaus die Frage, ob es ein vorhandenes Höhlensystem existiert. Es könnte durchaus sein, dass die Pyraniden bereits angefangen haben, dieses auszuweiten. Deswegen mein Vorschlag, dass wir Alkedre fragen sollten, ob sie etwas von einem Höhlensystem weiß. Naja, also wenn die das unter Quarantäne gestellt haben, dann werden die solche Höhlensysteme wohl auch geschlossen haben. Also ich denke, das Beste wäre tatsächlich, durch den Norden anzurücken und mit den Wachen kurz Rücksprache zu halten. Wenn es ein Höhlensystem gibt, dann wird sich der Knoten sicher auch dort befinden. Irgendwas unterirdisch. Es ging ja auch mehr jetzt darum, wenn sie ein vorhandenes Höhlensystem haben, haben sie es definitiv einfacher, dieses auszuweiten, als ein komplett neues zu fertigen. Naja, ich sehe nichts, was gegen eine Fragung dieser Frau zwecks Höhlensystem spricht. Sollten wir dort nichts herausfinden, würde ich sagen, wir gehen zu Fuß ein und sprechen noch einmal mit den Wachen vor Ort und dann töten wir jeden Tyrannen, den wir finden können. Wenn ihr wünscht, meine Lords, kann ich auch einen sehr gezielten Laser von oben herunterschicken. Das solltet ihr eventuell vorher mit dem Gael absprechen, aber die Möglichkeit zu so einem Präzisionsschuss bestünde. Das ist zwar nicht sehr ruhmvoll, aber es würde gehen. Naja, ich würde mir gerne, so wenn befohlen, persönlich einen Überblick verschaffen. Wie weit sind die Kreaturen fortgeschritten? Mit welcher Generation haben wir es zu tun? Wir sollten auch ihn... Ja. Auch wäre es wichtig zu klären, ob sie im Höhlensystem sind, ob sie irgendwo durchgebrochen sind, die eine Möglichkeit gefunden haben, die Einkreisung zu überwinden, ob sie sich irgendwo weiter verbreitet haben oder ob wir tatsächlich den Patriarchen vor Ort finden. Und damit dann auch den gesamten Befall enthaupten. Das sind teilweise Fragen für die Wachen, teilweise Fragen, die wir uns selbst beantworten müssen. Haltet die Waffen für einen solchen Präzisionsschlag jedoch bereit. Wir wissen nie, wann wir ihn gebrauchen können. Wir bleiben in Kommunikation. Ja, sehr wohl, meine Lords. Stimmt zu. Also wenn ihr möchtet, reden wir mit der Sensar oder brechen direkt auf. Ich werde euch natürlich nicht in den Einsatz begleiten, sondern wieder zurück nach oben verlegen. Nun, die Sensar wollte uns ohnehin begleiten. Also würde ich vorschlagen, dass wir die Befragung für den Flug aufheben. Ich stimme mich zu. Die Frage ist, ob die Sensar überhaupt einen Fuß an Bord unseres Thunderhawks wagt. Nun, wir haben ihre Gepflogenheiten erfüllt. Ich halte es für ehrenhaft,
und im Sinne der Gastfreundschaft Ihnen zu ermöglichen, unsere Gepflogenheiten kennenzulernen. Dann lasst uns das herausfinden. So könnt ihr von der Aspiranz aufbrechen und die Sensar, ja, fragen. Sie wird einige Zeit überlegen, dann nicken und gemeinsam mit euch den Abstieg von Heilstand wagen, damit ihr dann unten in dem kleinen Orbiterhafen an solchen Thunderhawk besteigen könnt. Sie ist wieder zunächst skeptisch, betritt dann aber auch die Stufen nach und nach, wenn ihr eingestiegen seid, euch auf den schweren Sitzen niedergelassen habt, wird sie dann euch auch folgen und ja, dann eben neben euch Platz nehmen. Was ist das für ein Donnervogel? Naja, es ist eine relativ weit entwickelte Technologie zum Transport von Truppen in ein Kampfgebiet. Ein fliegender Agrax, ja? Aus Metall? Das ist korrekt. Es ist nur eins von vielen. Es gibt größere und viel größere. Ja, währenddessen, noch viel besser bewaffnet. Währenddessen schiebt sich die Tür noch, schiebt sich die Tür zu. Es gibt einen kurzen Impuls und dann werdet ihr in die Sitze gedrückt. Ihr könnt auch sehen, wie das ungläubige Gesicht von Algedre, wenn dann die Beschleunigung einsetzt und sie nach Worten ringend auch zu Diaslan blickt, der sie mit einem herzerschließenden Lachen anblickt. Während ihr dann die 150 Kilometer in Richtung Osten übersetzt. Sagt, werte Sensor, wisst ihr, ob es bei diesem Dorf irgendwelche Höhlensysteme gibt? Nein, meines Wissens nicht. Sie waren Bauern vornehmlich. Sie haben Obst angebaut, keine Höhlen. Naja, wie lange gibt es diese Infektion denn schon auf eurem Planeten? Tja, ich war damals noch nicht dabei, aber der Kaele schon. Wir schätzen seit... es sind jetzt etwas mehr als 10 Jahre. Dann hatten wir viel Zeit. Beim eurer Planet steht das wahrlich schlecht. Wären wir nicht hier, dann hättet ihr nicht mal an. Seit wann treibt ihr diesen Feuerring um dieses Ort? Nun, relativ schnell danach. Der Kael hat, wie gesagt, die Klamm versiegeln lassen, weil einer Gruppe von diesen infizierten Kriegern, haben den Fluss versucht zu unterminieren. Also sie hatten gegraben, aber das haben wir bemerkt und haben sie dann einstürzen lassen. Also es gibt keine Höhlensysteme mehr, zumindest keine von denen wir wissen, aber sie hatten das versucht. Verstehe. Aber wenn ihr keine gefunden habt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Wir haben... Sie sind sehr raffiniert, diese Xenobiester. Wir haben Granswell einige Male angegriffen, aber es hat immer sehr schwere Verluste mitgezogen und dann haben wir es nicht mehr gewagt. Desto länger man denen Zeit lässt, desto weiter mutieren die in dieser abscheulichen Biste. Und umso gefährlicher werden sie. Aber wir werden uns darum kümmern. Für uns ist das nichts weiter als eine weitere Mission. Danach hat der Kaele euch nun gesagt, wir schließen uns euch an. Er hat verstanden, dass es der einzige Weg ist, wie seine Leute ihr überleben könnt. Denn diese Biester kommen zurück, wenn sie Schwäche erkennen, wenn sie sehen, dass ihr euch alleine nicht wehren könnt. Wie lange sollt ihr warten? Sie können warten. Sei es 10 Jahre, 15 Jahre, aber sie kommen wieder, wenn ihr nicht geschützt seid. Und das sind sicher bei weitem nicht die einzigen Bedrohungen, die da draußen auf euch lauern. Er reagiert schon sehr lange, über 30 Jahre. Und ich vertraue ihm. Wenn er beschließt, dass Aurum in den Händen des Imperiums sicher ist, dann wird der Rest von Aurum es eben ihm auch tun. Ihr werdet noch alle erkennen, dass es eine gewaltige Ehre ist, im Schoß des Imperators zu liegen.
Ja, währenddessen könnt ihr unter euch erkennen, wie eine große Grube mit Promethium liegt, an denen ihr einige Holzbrücken erkennen könnt. Die wurden da nicht wirklich gebaut, sondern einfach nur hölzerne Stämme, die dann über dem Promethium reingeworfen worden sind, sodass man dann in diesen großen Gruben spazieren kann, und eine ganze Menge von Arbeitern, die dort teilweise auch in Ketten liegend oder angebunden dieses Promethium dann pumpen. Sind diese in Gefangenen liegenden Personen Gefangene, oder weshalb liegen die in Ketten? Ja, sie haben sich versündigt gegen das Volk und leisten nun ihren Dienst. Inwiefern versündigt? Verbrechen, die sie begangen haben. Die ihnen die Würde genommen haben, als Auraner weiterleben zu dürfen. Das heißt, sie werden bis zum Ende ihres Lebens in den Gruben arbeiten und das Promethium fördern. Das heißt, ihr habt es vorher schon gefördert und nicht nur jetzt für dieses Ort? Nun, wir wussten, dass man damit Feuer machen kann, aber abseits dessen haben wir dafür keine Relevanz gesehen. Und da es relativ nah an Grandsway liegt, haben wir bzw. Takeile sich entschieden, dass wir es in Fässer verladen und durch den Dschungel zu dem Dorf bringen, um den Flammenwall am Leben zu halten. Man kann damit so viel mehr machen als Feuer. Aber die Geheimnisse werdet ihr eingeweiht, wenn das Imperium Fuß auf diesem Planeten gefasst hat. Ja, ihr könnt, während ihr an diesen primitiven Fördergruben vorbeifliegt, auch noch das etwas größere Gefangenenlager erkennen. Zurzeit ist es leer, aber da stehen wohl eine ganze Menge an Knochengerüsten oder Knochenrahmen, die dann sowas wie Gefängnisse bilden. Zurzeit sind aber aufgrund der Tageszeit einfach die ganzen Gefangenen über den hölzernen Brücken und fördern das Promethium dann eben in diese Fässer. Man könnte auch noch Agraxe erkennen, die da angebunden sind und dann über große Karrenstrecken dann den Weg weiter nach Osten durch den Dschungel wühlen, wo ihr auch auf diese Entfernung bereits das Flammeninferno erkennen könnt, was sich dort aufbahrt. Also es werden sicherlich noch 100 Kilometer sein, aber aus der Höhe, die ihr mit dem Thunderhawk habt, könnt ihr den Flammenring schon erkennen, wie er nach oben raucht und den Himmel an dieser Stelle verdunstet. Wir hatten, glaube ich, ein bisschen Höllenfeuer-Muni dabei, ne? Weiß ich nicht, ob wir die eingepackt haben. Hatten wir das vorher angesagt? Ich glaube, wir hatten Höllenfeuer-Munition eingepackt, aber nicht viele. Genau, also es war nicht alles, aber ich glaube ein Magazin oder sowas. Ja. Weil ihr auch wusstet, dass es eventuell, ja, Malisektoren war nicht unbedingt klar, aber der Keil hat auf alle Fälle klar gemacht, es wird höchstwahrscheinlich gegen Tyranniden gehen. Ach so, ja, dann war das sinnvoll. Ja, und wenn man sich die Karte anguckt und dann mit dem Thunderhawk drüber fliegt, wie geht's denn weiter im Osten? Ist dann da auch noch alles abgeschlossen oder ist da irgendwo eine Öffnung? Nein, genau. Also der Ring geht hier dann tatsächlich zu, ist dann auch nicht abgebildet auf der Karte, aber hier würde dann der Ring aus Steinen dann wieder zugehen. Hier sind eine ganze Menge an Obstbäumen und hier oben dann eben die einzige Lücke, die dann aber auch mit Steinen zugemacht worden ist. Hier ist, wie gesagt, dieser Fluss, das hatte ja die Sensar eben erzählt, da hatten sie sich wohl irgendwie unter dem Fluss versucht durchzugraben, was dann eben durch diese Sprengung dann verhindert worden ist. Im Norden fließt das Wasser rein oder raus? Von oben fließt es rein und dann hier über die verschiedenen Strömungen wässert es dann den Obstbäumen, bis es dann hier irgendwie versickert. Also wenn es versickert, könnte es auch einen unterirdischen Abfluss geben, ne? Ja, genau, könnte sein.